Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich habe mir gedacht, dass ich aus gegebenem Anlass jetzt mal ein Statement zum letzten Peso Release machen sollte. Mit diesem Video können jetzt wahrscheinlich nicht alle von euch was anfangen, aber ich denke viele, weil sich wahrscheinlich viele von euch auch für meine Marke interessieren, beziehungsweise vor allem für die letzte Kollektion oder wahrscheinlich auch die nächsten etc. Deswegen ja, bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr wissen wollt, wie es in Zukunft ablaufen wird. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben und zwar wollte ich ansprechen den Ansturm, die Anzahl der Produkte, dann die Warteschlangen, die Bots, Resell und der Versand der aktuellen Kollektion. Für die Leute, die die Sachen nicht interessieren, die können gerne abschalten. Mir ist auch klar, dass das Video jetzt von den Aufrufen her nicht mega abgehen wird, aber ich sehe mich einfach in der Position, dass ich da jetzt gerade mal auf jeden Fall was zu sagen muss, weil das ist jetzt nicht mehr nur so, ja, ich mache mal einen Insta-Post dazu, sondern das hat mittlerweile auch Ausmaße angenommen, mit denen ich selber gar nicht, also weiß, wie ich das handeln soll. Das ist schon wirklich echt krass, was mit dieser letzten Kollektion abgegangen ist. Für die, die neu sind, Peso ist meine eigene Marke. Letzten Freitag kam meine neue Kollektion online, die war in 14 Minuten ausverkauft. Das ist erstmal nicht so außergewöhnlich, weil davor die Kollektion, die war glaube ich in 7 oder 8 Minuten ausverkauft. Und jetzt denken sich wahrscheinlich die Leute, die neu sind, so, hä, dann mach doch einfach mehr. Ja, dachten wir uns auch. Die Stückzahlen müssen wir immer so 2 bis 3 Monate vor Kollektionsrelease festlegen. Das heißt, wir haben unsere Stückzahlen erhöht, wir haben sie fast verdoppelt. Wir haben jetzt nicht gesagt, jo, mach mal 1.000, 2.000 Sachen mehr oder so. Wir haben die Stückzahlen fast verdoppelt. Jeder, der sich für Wirtschaft interessiert oder so ein bisschen mit Selbstständigkeit was zu tun hat, der weiß, dass die doppelte Menge an Produkten abzusetzen geisteskrank ist. Und ich habe mir gedacht, ey, es haben sich so viele Leute immer beschwert, dass die Sachen so schnell ausverkauft sind. Ich möchte auch generell, dass mehr Leute was bekommen. Und deswegen haben wir unsere Sachen fast verdoppelt. Also wir haben jetzt nicht 100% Aufschlag gemacht, aber annähernd. Und trotzdem hat sich nichts geändert. So, die Sachen wären auch wahrscheinlich schneller ausverkauft gewesen, wenn wir nicht unser neues System hätten. Wir haben nämlich jetzt seit 2, 3 Kollektionen mit einer Warteschlange. Das heißt, wenn ihr um 18 Uhr auf der Seite seid, kann sich wahrscheinlich jeder das in den Warenkorb tun. Sachen im Warenkorb sind nicht gesaved, aus Fairnessgründen. So, die Sachen sind im Warenkorb. Viele Leute gehen auf Bezahlen. So, dann ist da eine Warteschlange. Das könnt ihr euch vorstellen wie beim Yeezy Release. Angenommen, 10 Leute tun das sich in den Warenkorb. Wir hätten nur 2 Sachen. Alle 10 sind in der Warteschlange. Und nur 2 von diesen 10 Leuten werden zum Bezahlprozess durchgelassen. Das heißt, die anderen 8 gehen leer aus. Also, ich habe jetzt mal eine Beispielzahl genommen. Wir haben jetzt nicht nur 10 T-Shirts. So, 2 Leute kommen dann durch, bestellen die T-Shirts. 8 Leute schreiben mir eine DM. Ey, wie kann das denn sein? Ich war schon im Bezahlprozess. Die Sachen sind jetzt ausverkauft. Ich kenne keine fairere Lösung. Das ist, um diese Bot-Thematik abzuwehren, das Fairste, was es gibt. Wir zahlen pro Release eine 4-stellige Summe für eine Bot-Upware-Software und die funktioniert auch gut. Ich glaube 70% oder 80% der Bots, die wir beim letzten Mal hatten, die wurden ausgegliedert. Trotzdem kommen noch manche durch, die stornieren wir dann manuell. Ich bin so jemand, ich verdiene an den Bots das gleiche wie an normalen Leuten, aber ich möchte aus Fairnessgründen, wir stornieren die. Wenn Bots durchkommen, wir stornieren die. So, wenn jetzt einer 2, 3, 4 T-Shirts bestellt hat, so okay. Wenn jetzt einer 10 bestellt hat, wir hatten einen, der hat 68 T-Shirts bestellt, bevor wir die Bot-Software nicht drin hatten. Ey, Alter, nein. Nein, also nicht, weil ich nicht will, dass einer auf meine Kosten Geld macht. Komm, mach, weil ich verdiene das gleiche wie einer normalen Person, aber es ist einfach nicht fair. So, es gibt Leute, die möchten die Sachen tragen und deswegen, keine Ahnung, stornieren wir sowas. Deswegen halt dieses neue System mit der Warteschlange. Deswegen wundert euch nicht, wenn im November, Anfang November die nächste Kollektion rauskommt und ihr die Sachen im Warenkorb habt, zum Bezahlprozess vorgibt, dann kommt eine Warteschlange. Es kann sein, dass ihr da 5 Minuten drin hängt, es kann sein, dass ihr da 10 Minuten drin hängt. Ihr könnt noch durchkommen. Das ist, hat nichts mit der Zeit zu tun. Nicht der, der zuerst da reinkommt, der kommt auch zuerst wieder raus, sondern das ist so ein Random-Prozess. Das heißt, wenn einer vielleicht vor euch da ist oder ein Bot vor euch da ist, der es irgendwie geschafft hat, diese Bot-Software zu umgehen, heißt nicht, dass er dann direkt was bekommt. Wir sehen keinen anderen Ausweg, keine Ahnung. Wir haben jetzt mehr produziert, wir haben auch für die nächste Kollektion noch mal mehr produziert. Es sind in den letzten 2 Wochen, also in der Promophase für die Kollektion, fast 20.000 neue Leute dazugekommen auf Instagram. Ich hätte niemals gedacht, dass meine Mode, die ich rausbringe, so einen geisteskranken Anklang findet. Also das ist für mich auch heftig. Es gibt nach außen hin keine anderen Faktoren als jetzt für mich zum Beispiel die Instagram-Zahlen. Ich kann jetzt nicht hinter die Marken gucken, was deutsche Streetwear-Marken für einen Umsatz machen oder so. Aber allein die Instagram-Likes und Follower und so, da ist Peso mit LFTY zusammen die Spitze.
Das ist wirklich geisteskrank. Um das LFDY-Thema noch kurz anzuschneiden, viele Leute, beim Bezahlen steht dann, sie haben so und so viel Euro an LFDY bezahlt. LFDY wickelt für mich Versand, Lager und Zahlung ab. Das ist so mein Partner, die mich auf dem Gebiet unterstützen. Deswegen steht da auch, wurde an LFDY gezahlt. Peso ist eine unabhängige eigene Marke, die mir gehört. Also jetzt nicht wundern, nur um das nochmal kurz anzusprechen. Noch ganz kurz, damit ich den ersten Punkt abhaken kann mit dem Ansturm. Wir hatten noch nie so viele Leute gleichzeitig auf der Seite. Es ist eine hohe fünfstellige Zahl gewesen. Die Leute, die um 17.59 Uhr auf der Seite waren. Wir saßen alle im Office, gucken so auf den PC. Die Zahl wird höher, die Zahl wird höher. Die Zahl wird um ein Vielfaches höher als bei der letzten Kollektion. Wir gucken uns an und dachten so, ey, was geht hier jetzt gerade ab? So, wir haben viel zu wenig produziert. Und ich habe schon gedacht, ey, Alter, da kommen Kommentare. Es tut mir leid, aber ich möchte halt trotzdem, dass es was Cooles bleibt, was Besonderes Peso zu haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, ja, wir machen jetzt einen Restock, ja, wir produzieren jetzt einfach 100 Millionen Sachen. Ich finde es halt cool, dass es was Limitiertes ist, aber ich habe halt niemals angenommen, dass es solche Ausmaße annimmt. Deswegen, wir müssen halt einfach gucken. Wir haben uns Sonntag direkt 2-3 Stunden ins Office gesetzt, ein bisschen gebrainstormt, wie wir das für 2020 machen. Das ist wirklich krass. Ansturm und Anzahl der Produkte habe ich abgehakt. Das mit der Warteschlange habe ich gesagt, das mit den Bots habe ich gesagt. Zu der Resale-Thematik. Was soll ich da sagen? Es gibt Leute in VBG zum Beispiel, die kommentieren, hat diese Marke Resale? Wer kauft sowas im Resale? Ey, Alter, seid ihr in 2013 hängen geblieben? Oder habt ihr in VWL nicht aufgepasst? Wenn mehr Nachfrage da ist, als Angebot da ist, ja, dann steigt halt nun mal der Preis. So, an Resale verdiene ich nicht mehr. Ich verdiene nur genau das Gleiche, wie es im Shop ist. Aber wenn es die Jacke halt zum Beispiel nur zweimal gibt, aber 10 Leute wollen die, ja, dann steigt der Preis. Und wenn 100 Leute auf einmal die wollen, ja, dann steigt er nochmal mehr. Ja, und deswegen, keine Ahnung, ich sehe die Jacke für 200 bis 300 Euro auf eBay Kleinanzeigen. Die T-Shirts gehen für 110, 120. Man kann ja nach verkauften Artikeln sortieren. Und ich denke mir so, ey, Alter, das T-Shirt hat bei uns 50 Euro gekostet. Und Leute kaufen das für 100 Euro. Was geht hier ab? Das ist echt krank. Tut mir leid, dass ich hier gerade nicht so einen mega roten Faden habe, sondern auch so ein bisschen hin und her schwanke, aber das ist für mich halt auch eine voll neue Situation und dass das diese Ausmaße annimmt, wie gesagt, hätte ich mir, als ich die Marke vor 3 Jahren gegründet habe, nicht erträumen können. Jetzt nur gerade noch was für die Leute, die was bestellt haben. Es tut mir unendlich leid, ich stecke da nicht drin. Die Produktion steckt dahinter. Die Produktion hat uns zugesichert, dass wir bis zum Release die Ware haben, wie sich das gehört, wie es auch vorher immer war. Die Ware ist von euch aus gesehen wahrscheinlich vorgestern, gestern oder heute angekommen. Und ja, wir fangen jetzt sofort an zu versenden. Es kann sein, dass der Versand jetzt für manche noch eine Woche dauert. Es kann sein, dass manche aber schon eine Versandbestätigung bekommen haben. Das liegt einfach daran, wenn die Leute im Versandoffice uns die Sachen ausdrucken, die Rechnung etc., dann bekommt ihr automatisch eine Versandbestätigung. Heißt aber nicht, dass euer Paket auch direkt schon losgesendet wurde. Das ist einfach halt nur so dieser Prozess. Es tut mir sehr leid, dass bei dieser Kollektion die Sachen ja vielleicht ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Verzeiht mir das. Wir stecken gerade in so einer komischen Phase. Wir haben bei uns im Lager bisher 4 Leute gehabt und dann über ja knapp über eine Woche alles verschickt hatten. Ey, das ist jetzt, wir brauchen jetzt 10 Leute. Das ist so krass, deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir sind eine junge Marke, die gerade in der Phase stecken, was größer zu werden und ja, wir geben unser Bestes, das zu handeln. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Vielen, vielen Dank an alle, die da supporten, die Sachen nice finden. Im November kommt die nächste Kollektion und Ende November gibt es dann zu Black Friday noch ein kleines Hoodie-Special, aber dazu verrate ich dann mehr. Ja, Leute, war ein wirklich geisteskrankes Jahr. Ich hätte mir das nicht erträumen lassen. Ich kann mich nur wiederholen, das ist, ja, unfassbar. Wirklich, vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Kommentare, die ich dazu bekommen habe zur Kollektion, eure Resonanz und auch für alle Leute, die Verständnis bekommen haben. Es gab natürlich auch Leute, du elendiger, ich war um 15:15 schon auf der Seite und habe nichts bekommen. Ja, also erstmal, es reicht, wenn du 2 Minuten oder 1 Minute vorher auf der Seite bist. Durch die Warteschlange ist es halt, wie gesagt, Zufallsprinzip, wer was bekommt und ja, ich habe da so keinen Einfluss drauf. Ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen verstehen und ja, wir erhöhen unsere Stückzahlen beim nächsten Mal auch, aber ich kann halt nichts versprechen. Von den Leuten, die auf der Seite waren, haben nicht mal 1/5 was bekommen. Mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet. Das ist wirklich geisteskrank. Ja, Leute, lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen auf dem zweiten Kanal wieder. Haut rein, Leute. Peace.